Urlaub auf Erlaub. Aubt. Aub. Aub. Laub. Laub. Versteht ihr? Guck. Laub. Laub. Erlaubt. Ist doch eigentlich logisch, Leute. Guck mal, wenn du in den Urlaub fliegst, ne? Machst du ja Dinge, die dir normalerweise nicht erlaubt sind. Laub. 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 So, jetzt finden wir mal raus, was überhaupt Laub ist. Laub. Laub sind Blätter. Verschiedene bunte Blätter, ne? Was macht man im Urlaub? Verschiedene bunte Sachen. So, und was machen die Blätter, wenn sie vom Baum fallen? Sie fliegen überall hin. Links, rechts, hoch, runter. Also ohne Willkür. Überall. Sie können überall landen. So, Laub. Laub. Okay. Wir haben Urlaub und Laub. Laub, Blätter. Blätter. So. Blätter, Laub. Laub, Blätter fliegen überall hin. Was machst du meistens im Urlaub? Du fliegst weg. So, was macht Laub, wenn es vom Baum fällt? Es fliegt irgendwo hin. Da, wo der Wind es hinweht, ne? Und im Urlaub hast du Laub. So, und es ist erlaubt. Urlaub, ne, wegzufliegen, obwohl du normalerweise beschäftigt bist bei einer Stelle, ne, darfst du normalerweise nicht. Aber außer du nimmst Urlaub. Wenn du Urlaub nimmst, ist es dir erlaubt, wegen Laub. Laub. Guck mal, Leute, ich erkläre euch das jetzt. Laub. Laub. Jetzt ernsthaft, guck mal. Überleg mal. Normalerweise darfst du nicht wegfliegen, außer du hast Urlaub. Wenn du Urlaub hast, ist es dir erlaubt. Kurz zusammengefasst. Laub. Wir haben in beides das Wort Laub. So, was macht Laub? Laub ist an Bäume, ne? Und es sind vorher Blätter. Aber irgendwann wird es zu Laub. So, wenn es zu Laub wird, dann fliegt es. Es fliegt links, rechts, hoch, runter. So, wann fliegst du auch nach links und rechts? Wenn du Urlaub hast. Normalerweise fliegst du nicht weg, nur im Urlaub. So, der Urlaub ist dir erlaubt. Laub, Laub. Laub macht das gleiche wie du im Urlaub. Kennt ihr noch Wörter, wo das Wort Laub drin ist? Urlaub, erlaubt. Ich habe noch ein Wort, aber es passt nicht ganz. Das Wort, aber, guck mal. Urlaub, erlaubt, Laub, enthaupt. Ne? Bei enthauptet hast du nur aubt. Aubt. Ne? Nicht genau Laub. Nur aubt. Laubt, erlaubt. Aubt. Aub. Nur aub. So, ihr habt nur noch das aub, wenn du enthauptet wirst. Warum steckt jetzt aub im Wort enthauptet? Wer kommt darauf? Wer weiß es von euch? Ne, ernsthaft, wer weiß von euch? Guck mal, wenn ihr jetzt darauf kommt, seid ihr krass. Warum steckt das Wort aub im Wort enthauptet? Junge, guck, du bist blöd. Guck mal, jetzt ganz kurz. Du sagst jetzt aub, ne? Enthauptet mit P. Laub mit B, ne? P, B. Was kannst du aus dem... Was kannst du machen, wenn du... Guck mal, das ist so, das eine ist so. Das kann aber runterrutschen, weil Laub... Bei Laub, was passiert mit den Blättern? Sie rutschen runter auf den Boden. Da landen die Laubblätter. Und deshalb wird aus einem B kann ein P werden. Versteht ihr? Ein P wird zum B. Und es kommt wieder zurück zum Ursprung. Enthauptet. Enthauptet. Bevor du enthauptet wirst. Hör jetzt zu. Guck mal, das ist ein Mensch. Ne? So. Laubt, aubt, enthauptet und Laub. So, beim Laub, ne, sind die Blätter am Boden. Bei aub sind die Blätter oben, weil der Kopf, bevor er enthauptet wird, deshalb heißt es ja enthauptet, enthauptet. Das heißt, der Kopf hier, der fällt und wird zu Laub, aub. Verstehst du? Das heißt, enthauptet, bevor du zu Laub geworden bist. Heißt es im Umkehrschluss.
Umkehrschluss. Habt ihr jetzt verstanden? Das P ist der Schlüsselpunkt der Sache. Das P gleich Schlüssel. Das ist der Schlüssel. Zacken, zacken, zacken. So. P. So. Das heißt, P ist der wichtigste Buchstabe. P. P. Ne? Man lernt in der Grundschule ja auch erstmal P sagen. Man sagt nicht P, weil bei P sprichst du das E. E kommt im Wort enthauptet ganz am Anfang. So. Enthauptet. P. Weil wenn du ein P normalerweise hast, ne? Warum ist beim P das E hinten? Warum kommt das E beim P erst hinten? Weil dein Kopf oben ist. Das heißt, enthauptet ist hinter dir und nicht vor dir. Weil du weißt noch gar nicht, ob du enthauptet wirst. Aber wenn du enthauptet wirst, dann fällt das E nach hinten. Enthauptet. Hört ihr? Wenn du enthauptet sagst, hörst du gar nicht mehr das P. Sondern dann heißt es auf einmal nur noch P. Enthauptet. So. P. Darum ist das P der Schlüssel. Jetzt habe ich euch aber an den Eiern, Leute. Guck mal. B, P. Was steckt hier drin? Was steckt hier drin, Leute? In beiden, die sind ja eigentlich so. Und dann kommt ein Kreis. Ein Kreis. Ein Kreis heißt Kopf. Der Kopf. Der Kopf. Der Kopf ist ja beim P oben, ne? Und bei Laub. Laub liegt auf dem Boden. Deshalb ist der Kopf beim P oben und beim B unten, weil Laub fällt auf den Boden und deshalb B. Verstehst du? Laub ist ein Gleichnis für Enthauptung. Enthauptung. Der Kopf ist beim P oben, B unten. Kopf. Chiu, 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 chiu. Halt. Hält. Aub. Aub. Laub. Aubt. Noch Fragen. Urlaub. Warum heißt es Urlaub? Urlaub. Flugzeug. Fliegt und landet. Das Flugzeug landet ja, ne? So. Chiu. Das Flugzeug landet. Deshalb ja auch Urlaub, das B. Beim P wäre das Flugzeug oben, beim B ist das Flugzeug gelandet. Im Urlaub landest du ja auf einer anderen Insel oder in einer anderen Stadt oder in einem anderen Land. Verstehst du? Urlaub. Erlaubt. Habt ihr noch Fragen oder können wir das Thema beenden? Urlaub und Enthauptung hat einen Zusammenhang. Aha. Du bist ganz, ganz klug. Gut, dass du auf diesen Trichter gekommen bist. Urlaub gleich Enthauptung. Ja, tatsächlich. Weißt du auch warum? Wenn du im Urlaub bist, als Tourist, ne? Wirst du ja metaphorisch enthauptet. Weil, jetzt kommt's. Du, warum wirst du als Tourist enthauptet? Sagt es mir. Warum wirst du als Tourist enthauptet? Wer kommt darauf? Super. Teure Preise. Teure Preise. Du wirst abgezogen im Urlaub. Nein, 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 nein. Du wirst im Urlaub abgezogen. Wenn du im Urlaub abgezogen wirst, dann wirst du so gesehen enthauptet. Sie nehmen dir dein Hab und Gut. So. Du gehst ohne Kopf wieder nach Hause. Das heißt ohne Geld. Ohne Geld. Und Urlaub ist dann vorbei. So. Jetzt Arbeit. Ne? Du musst dann wieder zurück zur Arbeit. Vom Urlaub, wo das B, beim Urlaub ist das B positiv. Positiv. So. Neu. So. Urlaub. Arbeit. So, beim Urlaub ist das B ja positiv, weil das Flugzeug landet und du bist dann woanders. Deshalb ist es das Flugzeug.
was das B ausmacht. Aber bei der Arbeit, warum bist du bei der Arbeit auch ein B, also ein Laub? Wenn du arbeiten gehst, bist du am Boden. Am Boden. Wie Laub. Aub. Sagt es mir mal bitte. Wer weiß, warum der Kopf unten ist, wenn man arbeiten geht? Man ist im Urlaub zum Beispiel in der Türkei. Da wird man auch gerne abgezogen. Vor kurzem hat mir ein Kollege erzählt, dass sogar bei Mediamarkt man ihn versucht hat abzuziehen. Oder sogar bei Samsung. Aber das ist eine andere Geschichte. Arbeit gleich schuften. Schuften. Laub. B. So. Laub. Ne, der Laub muss ja weggemacht werden. Der macht sich nicht von selbst weg. Was muss man tun, um den Laub wegzumachen? Schuften. Schlechtes B. Das B gleich negativ. Ne? B negativ. B positiv. Nur. Das B kann nur positiv gleich Urlaub. Aber. Urlaub am Anfang. Am Anfang ist das B gleich positiv. Wieso ist bei positiv das P? Bei positiv sagt man P, positiv, nicht positiv. Weil das P Kopf oben. Kopf oben. Ey, hört ihr noch zu oder nicht? Weil sonst beende ich den Unterricht. Nein, 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 keine 5 Minuten Pause. Das machen wir erstmal zu Ende. Pause. Pause. Gleich, guck mal, jetzt. Jetzt habe ich euch aber. Jetzt habe ich euch. Pause. Gleich positiv. Pause. Freiheit. Kopf. Oben. Versteht ihr? Pause. Ihr wollt eine Pause. Ihr wollt euren Kopf oben haben. Ihr möchtet ihn nicht auf der Arbeit haben. Unten. Pause. Warum gibt es auf der Arbeit eine Pause, wo das P ist? Pause. So. Da ist alles gut. Alles gut. Aber Laub und Arbeit sind zweimal ein negatives B. Und zweimal Minus ergibt also plus Arbeit und Laub gleich Urlaub. So. So, du bist gut. Arbeit, Minus, Minus. Guck mal. Minus und Minus, ne? Und das Gleichzeichen hat auch zwei Minusse, ne? Minus und Minus und Gleichzeichen zweimal Minus plus. Gleich Urlaub. Gleich Minus, Minus, gleich zweimal Minus, gleich Minus, Minus, Urlaub. Urlaub. Urlaub gleich gutes B. Aber warum ist im Urlaub das B nur gut am Anfang, Leute? Warum? Wer weiß es jetzt von euch? Und dann ist die Stunde beendet. Warum ist auch nur am Anfang? Ach so, weil die Enthauptung folgt. Richtig, genau. Am Anfang im Urlaub landet ja das Flugzeug. Was Gutes, du bist glücklich, das Flugzeug landet. Das B... schön. So. Aber hinterher wirst du im Urlaub enthauptet. So, so, so. So. Warum hängst du beim Galgen? Guck mal, beim Galgen bist du erst oben und dann Stuhl weg. Dann hängst du nach unten. Laub. Enthauptet. Pam. Fertig. Wenn du enthauptet wirst, wenn dein Kopf abgemacht wird, ne, mit der Guillotine, dann fällt dein Kopf wie Laub auf den Boden. Deshalb P, enthauptet. Deshalb P, das E ist positiv. Aber hier fällt das E vorne weg und geht nach hinten. Es wird negativ. Enthauptet. Man entzieht dem P das E, das positiv. Und es wird E. Okay, wer möchte das Ganze kurz mal zusammenfassen? Guck mal, ich schreibe jetzt alles an und ihr sagt mir immer. Okay? Urlaub. Was ist Urlaub?
Urlaub, positives B. Positives B. Aber, warum das aber? Warum aber wie? Positives B, was haben wir aber gelernt? Ey Leute, was ist los mit euch? Es entwickelt sich zu negativ. Okay, aber nur Anfang. So, in Klammer, Flugzeug. Damit ihr wisst, die Landung. B ist oben, das B ist unten, weil das Flugzeug landet. So, Arbeit. Was ist Arbeit? Negativ. Negativ. Negatives. B. P. P ist nur Pos P ist positiv, richtig. Positiv gleich P. E. E, weil das E dahinter steht. So. Was ist das B? B, negativ. Danke, mit Ausnahmen. Negativ, Ausnahmen. So, und Laub? Ja, aber im Grundprinzip ist B eigentlich immer negativ. So, aber es hat Ausnahmen. Beim Urlaub zum Beispiel. Laub. Ja, warum ist negativ? Warum ist Laub negativ? Weil es auf dem Boden liegt. Sehr schön. Weil auf Boden. So, weil auf Boden. Sehr schön. Und enthauptet? Schuften? Aha, du hast echt gut. Laub und Arbeit sind das Gleiche. Gleich. Arbeit, negativ, schuften, Laub, schuften, weil er vom Boden weg muss. Sehr schön. Okay. Speichert euch das. Oder wer möchte von euch dieses Bild hier kaufen? Die Formel. Ich verkaufe euch diese Formel. Für einen Zehner schicke ich euch die Formel zu als Bilddatei. Braucht irgendjemand von euch die Formel? Die originale Formel, Leute. Für einen Zehner kriegt ihr sie. So. Formel von BP. Ja, Abitur hat nichts mit Intelligenz zu tun. Das hat KuchenTV schon des Öfteren doch gesagt und auch bewiesen. Die Formel gibt es nur fünfmal auf dieser Welt, Leute. Das heißt, fünf Personen können sie von euch erwerben. Nur fünfmal und nie wieder gibt es diese Formel. Jetzt kommt aber noch eine Sache. Wir sind noch nicht fertig. Enthauptet. Gleich. Wer erklärt mir ganz kurz enthauptet? So, wenn ihr mir jetzt noch enthauptet erklärt, dann seid ihr entlassen. Ihr müsst erklären, warum das P auf einmal negativ geworden ist. Ja, ihr seid nicht schlecht. Ja. Der Kopf ist ab unten wie das Laub auf dem Boden. Aber warum ist dieses P kein richtiges P mehr? Es hat nicht mehr denselben Wert wie das Ursprungs-P. Ich gebe euch einen kleinen Tipp. P-P-E. Was passiert bei enthauptet mit dem E? Nein. Es kommt, das P kommt nach vorne. Falsch. Oh Mann, warum erkläre ich euch denn das Ganze hier? Ne, ganz ehrlich, ich lass nächste Woche einfach einen Test darüber schreiben und wenn das schlecht ausfällt, ist es mir auch egal. Also das mache ich nicht mehr mit. Was? Guck mal, enthauptet. P, E, das E. Aber was passiert mit dem P, mit dem E beim Wort enthauptet? Ey. Super, Sarah. Sehr schön. Danke. Also Leute, ihr könnt euch hinterher wirklich bei ihr bedanken, ne? Sie hat wirklich den Unterricht für euch nochmal gerettet. Das gibt heute einen Doppelplus. Guck mal, P, E, enthauptet. P. Kein E mehr. Das P wird negativ, obwohl es eigentlich positiv ist, aber weil kein E mehr ist, nach vorne. Guck mal. Hier. E in Klammern. Nach vorne. Negativ, weil
E von P rutscht nach vorne. Fertig. Ganz einfach. Wer möchte das Enthauptet kaufen? Das Enthauptet ist ein Sondermodell. Das gibt es nur dreimal auf der Welt und kostet jeweils 20 Euro. Nein. Das erste kostet 10 Euro. Enthauptet ist etwas komplizierter und eine etwas kompliziertere Formel und deshalb kostet sie auch mehr. Also guck mal Leute, ihr schreibt den Test, nicht ich. Für mich ist das nicht wichtig. Ich habe das schon hinter mir gebracht. Ich kann das schon alles.